Mein Vater hat mich mit zum Match genommen, ich habe meinen Sohn mit zum Match genommen. Das wird nicht nur gesungen hier in Basel, sondern es wird auch so gelebt. Und das ist etwas, was einfach einzigartig ist. Als Spieler selber habe ich sehr viel Erfolg dafür miterleben. Und ich glaube trotzdem, die Demut, die die Zeit in der Nazi B mit den Leuten in Basel oder auch mit mir selber angerichtet hat, das zeigt einfach, ich glaube, um etwas richtig zu lieben, muss man auch mal ein bisschen schwierigere Zeiten durchmachen. Ich bin Marco Strello. Ich habe zwischen 2000 und 2015 mehrheitlich beim FCB gespielt und meine grössten Erfolge gefeiert. Und das ist meine Geschichte. Die Juniorenzeit habe ich beim FC Asch verbracht und dann bin ich zum FC Arlesheim gegangen, habe dort als Junior in der Zweitliga geschootet und ich weiss noch, dass der Rudi Zbinden diesen Match schauen kann, gegen Riechen. In der ersten Halbzeit war irgendwie, glaube ich, 2-0 für Riechen und ich war nicht wirklich gut gewesen. Und dann ist so viel ich weiss, Rudi heimgegangen. Und am nächsten Tag hat er in der Zeitung gesehen, dass ich dann in der zweiten Halbzeit noch 3 Goal geschossen habe. Und dann hat er mich doch eingeladen an ein Turnier in Pforzheim. Junior- und Nachwuchsturnier. Und an dem Turnier, wo ich auf Probe gespielt habe, bin ich Torschützenkönig geworden von diesem Turnier. Und das war schon alles sehr, sehr professionell gewesen. Und ich, der da so auf dem FC Arlesheim gekommen bin, habe gesehen, wie die anderen schon Autogramm gehen und so. Und das war natürlich mega spannend gewesen. Und dann bin ich der Torschützenkönig geworden und dann habe ich irgendwie 3 Wochen später in der Christian Gross gesehen auf der Geschäftsstelle und der hat schon alles gewusst und das ist extrem beeindruckend gewesen und irgendwie ja ein halbes Jahr später bin ich das erste Mal in der ersten Mannschaft schon auf dem Bänkli gehockt. Das ist alles extrem schnell gegangen. Zuerst haben wir im UI Cup haben wir in Island oben gespielt in Grindavík. Dort hatte ich eigentlich den ersten Einsatz gehabt und dann nachher bin ich gegen Servette reingekommen. Das ist nach dem 8-1 gegen Sion. Und dann sind wir 3-0 vorne gewesen. Und ja, dann ist der Garner gekommen und das erste Goal. Und das ist natürlich etwas, ja, das begleitet mich einfach. Oder? Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Im Super League-Debüt, im eigenen Stadion, und ein eigenes Goal schießen. Vor allem der Zubi ist zurückgekommen von Leverkusen und im ersten Match 8-1 verloren. Und er hat sehr, sehr gerne zu 0 gespielt. Und er war eine Woche nicht so gut auf mich zu sprechen, der Zubi. Also grundsätzlich war immer mein Traum und mein Ziel, mal beim FC Basel in der ersten Mannschaft in dem Stadion zu spielen. Und damals war es halt so, dass die Konkurrenz sehr, sehr gross war. Ich wollte unbedingt spielen, ich wollte mich weiterentwickeln. Das war einfacher damals, weil wirklich nur das Spiel selber ein bisschen im Vordergrund gestanden ist. Es ist überhaupt nicht um Geld oder so gegangen, sondern einfach, ich wollte mich fit machen, damit ich mal in der ersten Mannschaft vom FC Basel spielen kann. Mit Kongelid, der damals in der damaligen Nazi B gespielt hat, war es einfacher, weil man da ja gerade in der Kabine nebeneinander war. Ich habe 2 bis 3 Mal pro Woche mit Kongelid trainiert und der Rest eigentlich mit dem FCB, mit der ersten Mannschaft. So war immer die Verbindung da. Und dann ist der nächste Anlauf gekommen und die Konkurrenz war immer noch riesig. Ich war immer noch sehr jung. Und dann ist der Hans-Peter Latu, der in Thun Trainer geworden ist und mich vom FCB noch kennt, hat gesagt, es wäre gut, ob ich mir vorstellen kann, zum FC Thun zu kommen. Das habe ich dann auch gemacht und habe aber immer meine Leistungen müssen bringen. Ich war aber immer im engen Austausch gewesen, mit Christian Gross und dem FCB. Und dann ist endlich die Saison 3-4 gekommen, wo ich von Anfang an dann eigentlich auch nicht als Stammspieler in die Saison gestartet bin, sondern dann gegen IB eingewechselt worden bin auf dem Neufeld. Und dann konnte ich dort den Ausgleich machen und das 3-2 auflegen. Und das war so ein bisschen die Geburt von meiner Geschichte mit dem FCB. Ich war in Sardinien in der Ferien mit meiner jetzigen Frau und dazu war meine Freundin noch. Und ich hatte dort engen Kontakt mit dem Georg Heitz und auch mit dem Bernhard Häusler. Bin aber eigentlich kurz davor gewesen, bei Nürnberg zu unterschreiben. Und dann habe ich mit ihnen zwei telefoniert und habe gesagt, hört, wenn Basel mir zurück will, dann komme ich, dann sage ich Nürnberg ab. Und dann ist Gigiori, der Bernhard Häusler und ich glaube, der Rudi Zbinden ist sogar noch dabei gewesen. Ich weiß, ob der Gegge auch im Flug war. Ich weiß nicht, sie sind nach Sardinien geflogen. Wir haben uns dort am Flughafen getroffen. Und ohne dass ich eigentlich mit jemand anderem geredet habe, habe ich einfach gesagt, ja, das mache ich. Ich will zurückkommen. Und
Das war für mich eigentlich die einfachste Entscheidung, die ich in meinem beruflichen Leben getroffen habe. Und hat sich als richtige gewesen, Gott sei Dank. Und das war etwas, was ich wirklich für mich allein entschieden habe. Und habe dann nachher dem Hans Meyer, da zumaligen Trainer von Nürnberg, müssen anrufen und ihm absagen. Und habe mich dann auf dem Weg nach Basel gemacht. Und ja, den Rest kennt man ja ein bisschen. Durch das ich auch ein bisschen nostalgisch veranlagt bin, ist mir halt immer ein Spiel ein bisschen bleibt mir immer ein bisschen im Kopf. Und das ist das Spiel auswärts gegen Luzern in Emmenbrück, wo wir irgendwie nach 90 Minuten 4-3 hinten gewesen sind und das Spiel noch 5-4 gewonnen haben. Und das ist so irgendwie so ein schlechtes Wetter gewesen. Der Platz ist mega tief gewesen. Es ist ein altes Stadion gewesen und das ist einfach, das Spiel ist hin und her gegangen. Und das ist einfach, ja, dass wir den Match nicht haben können kehren, das ist halt irgendwie der Charakter von der damaligen Mannschaft zeigt und das ist grossartig gewesen. Und das ist etwas, was mir immer in Erinnerung bleibt. Natürlich ist der erste Titel, den ich zurückgekommen bin von Stuttgart, ist natürlich ein riesen Highlight gewesen. Das erste Mal eine ganze Saison durchgespielt beim FC Basel, einen grossen Anteil auch gehabt, oder einen Anteil am Erfolg. Weil vorher bin ich ja eigentlich nicht Stammspieler gewesen, oder habe nur eine halbe Saison gespielt, bevor ich zu Stuttgart gegangen bin. Da fühlt man sich nicht richtig als Meister. Aber die erste Saison durchgespielt war sehr, sehr speziell gewesen. Dann, was mega cool war, ist die 13 Punkte Rückstand, die wir hatten auf eBay, wo wir dann trotzdem auch noch Meister werden konnten, das war in der Stadt eine Stimmung. Das war einfach grossartig. Und das ist etwas, was natürlich auch extrem in Erinnerung bleibt. Ja, das war so eine Stimmung vor dem Spiel, wo wir in der Kabine gehockt sind. Und es ist einfach gesagt jetzt, aber wir haben gewusst, wir gewinnen. IBE ist dort angeführt worden vom Hakan Yakin. Dort ist gerade so der Stern langsam vom Valentin Stocker aufgegangen. Er hat 1-0 geschossen und hat 2-1 aufgelegt, wo er mir den Ball überspielt, glaube ich, und ich noch den Lüpfer mache über den Wölfli. Genauso wie die Finalissima 2010, wo der Stocker wieder mitentschieden hat, sind das so zwei Spiele gewesen, wo ich glaube, da hat alles gegen uns müssen laufen, damit wir die zwei Spiele verlieren. Da sind wir so parat in diesen zwei Spielen. Und das war so ein Gefühl, wo man nicht oft erlebt im Fußball, nämlich, dass man unbesiegbar ist. Und das habe ich in diesen zwei Finalissimos gespürt. Und es war natürlich sehr emotional gewesen, nachher die Vierer, weil es ist emotionaler, als wenn du irgendwie mit 20 Punkten Vorsprung Meister wirst, wenn du so Finalissimos hast. Und ich weiss noch im Vorfeld, das ist in der Stadt Stimmung, es war elektrisierend auf den Rängen und nachher auch die Feierlichkeiten. Also es ist, wir waren eine riesen Einheit in Basel und das ist etwas, was natürlich für immer bleibt. Es ist alles so emotional, man weiss jetzt, soll man brüllen, soll man lachen, ich habe keine Ahnung, ich bin momentan gerade ein emotionales Frage. Das Spiel daheim gegen Manchester United in der Gruppenphase, wo wir uns dann für das Achtelfinale qualifiziert haben, ist wahrscheinlich das speziellste Spiel, das ich erlebt habe mit dem FC Basel. Und das war dort, glaube ich, wir hatten 7 oder 8 eigene in der Startformation. Und wir haben dort 2-0 geführt. Also 1-0 habe ich selber gemacht. Das war eine Flanke, also eigentlich so ein Schuss vom Cerdan Shaqiri. Und der Ball kommt irgendwie zu mir und ich nehme ihn so Volley ab und geht im Rio Ferdinand, glaube ich, zwischen den Beinen durch. Ich habe selber ein bisschen Glück dabei. Und das 2-0 hat Alex Frey gemacht, wieder auf Flanke vom Cerdan Shaqiri. Und dort die Stimmung zu beschreiben im Stadion. Es ist zwischen euphorisch, die Leute haben gesagt, passiert das wirklich? Also es ist einfach so eine, es ist sau schwierig zu beschreiben. Es ist einfach so zwischen Staunen und eben Euphorie und es ist eigentlich alles da gewesen. Und dann aber auch noch Angst, kann man das, also gibt man das nur aus der Hand? Und ich weiss noch, die letzte Szene ist, sie haben ja noch 2-1 gemacht, so ein ganz komisches Billard-Goal. Und dann nachher, die letzte Szene war ein langer Ball. Und ich war ja in der Nähe von diesem langen Ball und habe vorher schon gesehen, dass der Linienrichter die Fahne hat. Und ich wusste, es ist vorbei jetzt, oder? Und als dann der Schiri abpfiff hat, dann war so eine Erleichterung da. Und dann ist die Partie aus! Die Partie ist aus! Das Fußballwunder von Basel ist geschrieben! Es brechen die Dämme. Sir Alex Ferguson verabschiedet sich mit einer fairen Gratulation bei Heiko Vogel. Ich musste nachher die Dopingkontrolle. Als die Jungs gefeiert haben, bin ich 2 Stunden dort. Und ja,
haben wir so warten und dann sind wir nachher noch auf dem Barfüßerplatz. Auch das ist mir bewusst, ist mir noch bewusst. Aber ich bin dort so fix und fertig gewesen, dass ich wirklich auch, glaube ich, ein Bier getrunken und bin dann wieder heimgegangen. Also es ist wirklich ein Wahnsinn so oben gewesen. Und dann ist sicher, was mir auch noch geblieben ist, in der Saison, in meiner letzten Saison, mit dem Paulo Sousa, wo wir Liverpool daheim 1-0 geschlagen haben. Jetzt auf meine Goal angesprochen, ist einfach das 1-0 gegen Liverpool, wo wir auch einen grossartigen Match gemacht haben und verdient gewonnen haben. Und gegen diesen Club, einer von meinen Lieblingsclubs hinter dem FCB, ein Goal können schiessen. Das Goal-Winning-Goal, das ist eben schon toll. Und das ist mir geblieben. Im Mosfad-Spiel im Viertelfinale in der Europa League gegen Tottenham. In der ersten Halbzeit ist 2-0 gestanden für uns. Oder 2-1. Wir haben wahrscheinlich eine der besten Halbzeiten gespielt, oder der FCB je international gespielt hat. Weil wir sind bei denen vorne drauf, wir haben Pressing gespielt, die sind nicht mehr rausgekommen. Wir hätten sogar viel höher können feiern. Und dann ist das Rückspiel gekommen von der Euro League, vom Viertelfinale. Hier gegen Tottenham und auch hier ist wieder eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Es ist hin und her am Schluss ins Penalty schießen. Jan Sommer hat den ersten Penalty hervorragend. Selbst ich habe meinen Penalty versenkt, weil es selbstverständlich ist. Und auch dort ist eine riesige Stimmung. Und ich meine, für einen FC Basel eine Halbfinalqualifikation ist einfach unglaublich. Und das ist auch ein sehr spezieller Match, oder spezielle Affiche hier gegen die Tottenham. Also, du siehst, wir kommen immer wieder auf englische Teams zu sprechen, dass die liegen im FC Basel, die sind im FC Basel in der Vergangenheit sehr gut gelaufen. Also eins von der speziellsten Goal, das ich selber geschossen habe, war sicher gegen Xamax. Das ist sind viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Erstens war es in der Nachspielzeit, wir waren sowieso im Gewinn. Da kannst du auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Die ersten zwei Übersteiger waren gewollt. Und dann hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt. Der Ball ist so ein bisschen hin und her gesprungen, aber es war sicher ein sehr spezielles Goal und ist sicher in einer Phase gesehen, wo ich selber wahrscheinlich auch die Form von meinem Leben hatte, also wo sehr viel gelungen ist, sehr viel Selbstvertrauen hatte. Das Goal sehe ich immer wieder und wird immer mit dem wieder in Verbindung gebracht. Die Erwartungshaltung wird nicht kleiner. Und ich werde auch immer älter. Und das passt nicht so gut zusammen. Oder? Es war für mich immer ganz, ganz wichtig, aufzuhören, wenn die Leute noch sagen, es ist schade, dass du aufhörst. Und nicht endlich hörst du auf. Oder? Das ist mir ganz wichtig. Ich war immer auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich gespürt, dass der kam. Ich bin aufgewacht und habe mir gesagt, okay, es ist es gewesen. Weil ich gespürt habe, den Körper habe ich immer mehr gespürt. Ich habe gemerkt, dass die nächste Saison für mich schwieriger wird werden. Ich habe für mich selber müssen sagen, will ich noch spielen, ohne jetzt auf dem Spielfeld wichtig zu sein. Und ich habe einfach gespürt, dass Zeit ist zum Aufhören, zum sagen, hey, ich bin noch relativ gut in Form, ich kann wahrscheinlich mit dem Meistertitel abtreten. Und die Leute bedauern es, dass ich aufhöre Ich war so klar im Kopf und habe dann das Telefon genommen und habe den Paulo Sousa und den Bernhard Theus und den Georg Heitz informiert. Und dann habe ich meine Teamkollegen informiert und dann war das entschieden. Das letzte Spiel war gegen St. Gallen. Für St. Gallen ging es noch um die Euroleague-Quali. Also es war nicht irgendwie ein Kehrausmatch. Der Marcel Herzog war im Goal. Ich habe noch nie ein Goal gemacht gegen den Marcel Herzog. Und ich habe 199 Goal in der Profikarriere geschossen. Und dort konnte ich das 200. schießen. Also auch dort die Geschichte hat gar nicht schöner geschrieben werden. Wir haben schlussendlich den Match 4-3 gewonnen. Also es war auch ein super spannender Match. Und ich habe während dem Spiel total ausgeblendet, dass es mein letzter Match ist, weil ich unbedingt gewinnen wollte. Ich wollte wirklich gewinnen. Und ich habe das gespürt, dass das die Jungs auch wollen. Und dann am Schluss ist der Albion Ajeti noch reingekommen auf mich und hat noch einen reingehauen. Und das war natürlich eine unglaubliche Geschichte. Also, schöner kann man sich einen Abschied aus dem Sport, aus dem Spitzenfußball nicht vorstellen. Die Verabschiedung, die ich gekriegt habe im Stadion mit den Menschen, mit vielen Menschen, die mir sehr viel bedeuten, im Stadion gesehen, die Kurve hat mehrere Choreos gemacht. Ich meine, das ist einfach etwas, was mein Herz unglaublich berührt hat. Und das zeigt einfach,
ja, dass alles, was man gemacht hat für den Verein, dass da etwas zurückkommt, dass die Wertschätzung, die tut einem unglaublich gut. Nimm das Schal und gib mir die Hand. Ich empfehle dir jetzt Fußball an. Hörst du das? Mit Schritten gehen. Und in der Nacht, da träumst du noch lang von der Kurve und ihrem Gesang. Ja, der FCB bedeutet mir nach meiner Familie und Freunden alles. Es ist mehr als, also sowieso viel mehr als ein Job immer gewesen. Es ist wirklich. Ich liebe den Club und das merkt man mir auch an, glaube ich. Also das ist so. Und ich meine, ich bin aufgewachsen in der Nazi B sind sie dort gesehen, der FC Basel. Also ich habe die Zeiten miterlebt, mein erster Held ist Ernie Meissen gesehen und dann dort mein Match. Das sind so meine Zeiten gewesen, am Anfang, als ich dann auch ins Stadion gegangen bin. Ich bin vor dem Aufstieg, der Match gegen Zürich, wo eigentlich alles angerichtet war und man nicht aufgestiegen ist. Das ist, weiss ich einfach noch, wie ich so frustriert war und gekühlt habe. Und ich habe gemerkt, wie schon relativ früh eben mein Vater hat mich mit zum Match genommen, ich habe meinen Sohn mit zum Match genommen. Das wird nicht nur gesungen hier in Basel, sondern es wird auch so gelebt. Und das ist etwas, was einfach einzigartig ist. Als Spieler selber habe ich sehr viel Erfolg dafür miterleben. Und ich glaube trotzdem, die Demut, die die Zeit in der Nazi B mit den Leuten in Basel oder auch mit mir selber angerichtet hat, das zeigt einfach, ich glaube, um etwas richtig zu lieben, muss man auch mal ein bisschen schwierigere Zeiten durchmachen. Sei das in der Liebe oder sei das im Sport oder auch im Beruf sonst. Und das habe ich, meine Geschichte ist so. Ich habe zuerst als FCB-Fan auch harte Zeiten müssen durchmachen. Und das kennt man in der neuen Zeit nicht mehr so oder in der kürzeren Vergangenheit. Und darum glaube ich, dass das Leiden am Anfang die Liebe zum Club noch stärker gemacht hat. Und das wird immer so bleiben, egal was die Zukunft mit sich bringt. Der FCB ist für mich viel, viel mehr als nur ein Job.